Ich bin Hannes von Kastnerhof, hier in Schlanheit. Zum Geburtstag hat mir der Onkel mal ein Bienenstock geschenkt. Und dann habe ich erst nicht recht Interesse gehabt und nicht viel drum geschaut. Und noch mit der Zeit dann ich noch selber drauf schauen mit und dann habe ich mich eigentlich ziemlich damit befasst und das hat mir dann eigentlich ziemlich gefallen. Und dann ist das eigentlich allen weitergegangen. Eigentlich immer mehr ausgemacht. Aus einem Bienenstock sind noch zwei geworden und mittlerweile haben wir ca. fast bei die 60 Stück. Zu der Idee vom Bienenhaus her und die Übernachtung im Bienenhaus sind wir eigentlich dazu gekommen, weil wir Urlaub auf dem Bauernhof haben und Gäste auch. Und deswegen haben wir öfter mal mit den Gästen Führungen gemacht bei den Bienenstöcken. Und noch sind halt oft viele dabei gewesen, die sich nicht so getraut haben, da hinzuschauen. Und deswegen haben wir eigentlich noch das Bienenhaus aufgestellt. In der Früh, wenn die Leute aufstehen, dann beten wir immun das Frühstück. Eigentlich alles mit Produkten, was aus dem Bienenstock kommen. Sonst haben wir eben noch die Bienenluftkur, das ist Wellness mit den Bienen. Die Leute setzen sich hinter den Bienenstock und können eigentlich noch durch einen Ventilator mit einer Maske die Bienenluft inhalieren und schmecken eigentlich mal, was da drinnen so für sich geht. Und die ganzen Gerüche für Honig, Pollen, Propolis und das alles.